Mahlzeit, ihr Lieben. Wir machen hier ein bisschen Industriekultur unsicher. Habe ich schon immer gerne gemacht. Ein paar Fotos machen. Der Kleine ist hier mit bei. Die Züge hier sind offen. Ist natürlich der Hit generell. Und ja, wenn ihr Bock habt, kommt ein bisschen mit. Zeigen euch hier ein bisschen die Ecke. Sehr, sehr schöne Impression. Und ja, schauen wir mal. Total faszinierend für mich, was für eine große Maschinerie das hier alles mal war und auch immer noch, wie imposant sowas ist, wenn man vor so einem 30 Meter hohen Turm steht, was man damit gemacht hat. Man hat Stahl damit gekocht und was da alles für Know-how da war und auch gleichzeitig verloren gegangen ist, das ist einfach nur Wahnsinn halt. Und diese ganze Kombination aus Verlust von Wissen hin zu diesen gigantischen Industriemonumenten ist für mich stets immer noch total faszinierend, also muss ich ganz ehrlich sagen, immer noch. Faszinierend, wenn man sieht, wirklich wie viele Bestandteile so ein Gerät hatte. Angefangen von der Gebläsehalle hin zu irgendwelchen Ausgleichsbehältern, Druckbehältern generell und alles ineinander greifend. Jedes Rohr ging in das andere über und man hat so viele Details, die man als, ja, ich sag mal, als Normalsterblicher gar nicht versteht. Und das ist echt irre halt, ne? Die ganzen einzelnen Komponenten hier sich anzugucken und auch einfach nur fasziniert zu sein. Ich bin eh ein technisch affiner Mensch und mich interessiert sowas brennt. Und gerade bei so alten Sachen sieht man eigentlich, das ist Wahnsinn, das Know-how hier noch immer. Ja, einige haben es schon erkannt, das ist das Hüttenareal in Neunkirchen und ist zweifelsohne auch ein Wahrzeichen mittlerweile der Stadt. Gerade dieser Wasserturm dort im Hintergrund ist ja auch faszinierende Architektur. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe als Ruhrgebietler einige Unterschiede in dieser ganzen Kiste hier. Die Bauweise, ja, die hat Lichter, die muss ja auch sehen, die Lok, ne? Ja, ich sehe einige Unterschiede hier zwischen den, ja, zwischen den Bauweisen und das macht es interessant so zu gucken. Ne? Technisch erkennt man natürlich die gleichen Komponenten wie überall im Ruhrgebiet, gerade im Landschaftspark in Duisburg, auch ein faszinierender Ort, hat man die gleichen Bauteile, klar, aber letztendlich ist die Ausführung ganz anders, das ist cool. Thank you.
wie im Ruhrgebiet hat man hier wirklich auch wieder, sag ich mal, Industriekultur erhalten. Ein Stück davon, natürlich nicht alles erhaltbar. Und hat dort eben halt, ja, Cafés, Restaurants, Kinos etc. reingebaut. Und das, ja, lässt das hier weiterleben. Ich finde gerade solche Sachen, wo man sieht, dass Sachen angepasst worden sind, die bringen einen ziemlich noch schnell zurück wieder in die Zeit, als hier noch Menschen gearbeitet haben. Und es zeigt eben halt, dass hier ständig irgendwas gemacht werden musste. Und das bringt mir die Vergangenheit unheimlich greifbar nahe halt. Ne? Solche kleinen Anpassungen und auch ja, solche kleinen Kunstwerke hier, die man kaum sieht oder die viele nicht erkennen. Schweißnähte, die sind meisterlich gemacht worden und das ist sehr, sehr faszinierend, sowas noch zu sehen und so viel Handwerk hier zu haben und es ist Wahnsinn. Ja, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause, es ist mittlerweile Nachmittag geworden und ja, was kann ich euch von dem Tag mitgeben? Ihr habt gesehen, ich habe meine Hobbys miteinander verbunden, habe gleichzeitig meinen Sohn noch draußen gehabt und habe eben halt mit einer Kamera, mit einer kleinen und einer ja, mehr als 50 Jahre alten Linse ein paar schöne Bilder gemacht. Sprich, ich habe meine Hobbys ineinander fließen lassen und das ist auch vollkommen in Ordnung und es hat mir viel gegeben. Was ich euch hiermit sagen will, ist mit dem Video, macht, was ihr wollt aus dem Tag. Ihr könnt daraus ein Mish-up machen, einen richtigen, wie nennt sich das auf Neudeutsch, ein Mash-up machen und habt eben halt so die Möglichkeit, wirklich einen tollen Tag mit vielen, vielen unterschiedlichen kleinen Impressionen, die wie so Salz in der Suppe sind, für euch zu machen. Und ja, das ist eigentlich alles, was wichtig ist, um den Alltag lebenswert zu machen. Jo, ihr Lieben, danke für eure Zeit und ich hoffe, der Vlog hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns beim nächsten. Und ja, macht was Großartiges, auf jeden Fall. Immer. Bis denn. Ciao.